Weiter geht es mit einer neuen katzenfreundlichen Folge Murdered Soul Suspect. Freut mich, dass du da draußen wieder freundlich mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte geisterhafte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter. Ihr wollt ein wenig supporten, bewerten und gerne kommentieren. Das ist die Unterstützung, die ich brauche. Großes Dankeschön. Wir müssen hier mit der jungen Dame reden, denn sie kann uns sehen, sie kann uns hören. Ich bleib nicht mehr lange hier. Und sie ist unsere einzige Hoffnung. Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück. Wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal. Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben.
spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Okay, sie hat gebrüllt, hat aber nicht diesen Glibber hier entsorgt. Na dann. Team Katze, kann sie hier durch? Sie kann das wegmiauen. Nö, oder? Na gut, dann muss ich einen anderen Weg finden. Let's go, Team Katze, let's go! Wenn es einer kann, dann die gute alte Kitty. Oh, hier ist ja auch Schmonz. Was ist das für einer? Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Na, mir fehlt noch so eine Säge. Okay, hier kann ich rein. Wo könnte die letzte Säge sein? Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Ach, wenn man diesen Mist nur irgendwie entfernen könnte, ne? Würde einiges erleichtern. Hier ist nicht zufällig irgendwo noch eine alte Säge. War klar, dass wieder eine fehlt. Es ist immer so, eine fehlt. Und daran hängst du dich dann auf. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tagelauf. Hm. Verstecken. Verstecken, verstecken, verstecken. Super viel zum Verstecken. Kann ich in ihn rein? Ah, guck mal, er kommt jetzt hier zum Staubsauger. Schwupps. Hier ist es heute Nacht so kalt. Okay, mein Freund, du musst wieder zurück. Mit dem Staubsauger ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Das ist ein Vorwerk, der hält ewig. Okay, nochmal hier schauen, wegen der Säge. Och nö. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um Dämonen abzulenken. Aha. Okay, Verstecken kennen wir. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird den Dämon ablenken. Kann ich da draußen mit all diesen Morden? Ja gut, let's do it. Sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass ich vermisst kann. Einen Dämon vernichten kennen wir doch schon alles. What? Oh, das habe ich ihn wieder aktiviert und er ist jetzt auf ewig mad oder was? Komm schon, beruhig dich, beruhig dich. Cool bleiben, Dämon, cool bleiben. So, einer weniger. Hab ihn hier. So, das waren alle, ne? Lager hat sich beruhigt. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo diese eine Säge sein soll. Ah, da drüben. Drüben ist was, aber wie komme ich da hin? Ich kann ja hier nicht durch. Ah, warte. Okay. Und auf der anderen Seite war auch noch was. Vielleicht ist da die letzte Säge.
Da hinten ist irgendwas und es ist keine Säge, sondern irgendein Sammelding. Na super. Ja, und sonst sehe ich hier nichts. Ups. Tja, die letzte fehlt. Die letzte fehlt und ich habe keine Ahnung, wo ich sie suchen soll. Verdammt, was jetzt? Also, wo ist sie hin? Welcher Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Motiv des Mörders, Dachboden der Kirche, Notizen der Mutter, Mutter der Zeugin wird vermisst, lauter Schrei, ausgerissene Zeugin, Identität des Mörders. Der Glockenmörder war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugin. Warum? Ah, Polizeirevier. Hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Das hier. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Kann man eigentlich wieder zurück zur Kirche? Okay, man kann, wenn man will, auch wieder zurück. Also rein theoretisch könnte ich zurück und mir die Säge nochmal suchen. Ja, das ist schon ganz nett, dass man das so eingebaut hat. Ich wusste das nicht mehr. Aber du hast jedes Mal so eine Animation, was auch ein bisschen, wahrscheinlich um Ladezeiten zu kaschieren. Okay, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich habe noch eine Idee, wo die Säge sein könnte. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Das wird gefährlich da draußen. Ah, brauche ich aber auch wieder den Pater Ignazio, der mir hilft. Dass man hier nicht durch kann. Ach, der ist jetzt wieder am Saugen, der alte Ignazio. Hey! Dass ich in den nicht rein kann, einfach mal so. Gut, vergiss es. Dann halt nicht. Die Geisterdruller, die chillt da hinten immer noch rum. Erstmal noch den Geisterraben aufschrecken. Ja, wir gehen zurück in die Stadt. Wir wollen ja zum Polizeirevier. In der Stadt gibt es dann noch diese Benzinkanister oder was das waren. Kettenrauchender Geist. Zigaretten sind aber auch irgendwie cool, ne? Wären sie nicht tödlich und stinkend? Aber an sich sind sie verdammt cool. Ich glaube, rauchen würde mir stehen. Aber es ist halt auch so hart widerlich. Geschlossen. Hier ist ein Versteck. Ja, stimmt. Oben können auch Sachen sein.
glaube, auch oben kann man, wenn da halt eine Seele oben rumschwirrt, kann man oben Dinge finden. Guck, man kann auch zum Beispiel hier rein. Und was einsammeln. Hier gibt es super viel Zeug zum Sammeln. So, komme ich hier zum Polizeirevier? Das kann man nicht öffnen. Können wir hier rein? Nee, leider auch nicht. Hier drüben war der Wohnkomplex. Was ist das hier? Das haben wir noch gar nicht gelüftet. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Ja komm, da bist du aber schon ein bisschen hart zu dir, Rex. Alter, Rex, was für ein Name. König. Hier da hinten irgendwas rumleuchten, da will ich hin. Und wäre schön, wenn es eine Säge wäre, aber ich glaube, es ist so ein Gas-Tank. 13 Stück noch, oh Gott. Ich hätte das gar nicht mehr so üppig in Erinnerung, den ganzen Sammelkram hier in dem Spiel. Aber hier sieht man ja, wie viel Zeug es gibt. Ja, guck mal, so Sachen. Das weiß ich noch, dass man irgendwie auch an Sachen nur rankam, wenn man zum Beispiel jetzt hier mit der Katze hochgeht. Hier kann man hoch. Vorsicht, Kitty. Hier rüber. Hier, zack, zack, zack. Ja, es gab viel zu sammeln in dem Spiel. Guck mal, da ist auch noch was. Wie komme ich denn da hin? So. So. Ja, dann auch noch mit dieser Katzenperspektive gibt es dann nochmal einen Haufen Zeug. So, da haben wir schon mal ein bisschen was. Die Katze ist halt auch super schnell unterwegs. Was sehr, sehr praktisch ist. Wenn sie keine Beziehung will, soll sie es einfach sagen. Ich meine, was ich sage, ist das so schwer zu verstehen? Tja, aber sie will dich nicht, Bruder. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich hab meinen Finger in dir drin. Das spürst du. Du spürst meinen fiesen, alten, stinkenden Geisterfinger. Kann die Katze hier hochklettern? Weil hier sind ja so Ranken. Na gut, war ein netter kleiner Ausflug. Ein paar Sammelobjekte. Auch so diese ganzen Spuren der Hexenvernichtung. Die perfekte Stadt eben für so ein Setting, finde ich. Ronan stellt die Frage. Habe ich hier einen Heiratsantrag gemacht? Nein, das haben wir doch am Pier gemacht, oder? Haben wir doch schon die Erinnerung gefunden. So, noch 10. Natürlich mache ich es mir auch irgendwie selbst sehr schwer, indem ich die Dinge einsammle. Weil wenn ich mir natürlich einen Guide suchen würde... Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Wäre alles deutlich einfacher, logischerweise. Salem fühlt sich gefährlich an. Ist Salem denn heutzutage gefährlich? Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Noch reden die Leute über uns, aber bald schon sind wir vergessen. Ich wette, am Ende fehlt wieder einer. Das wird wieder so eine Nummer sein. Am Ende fehlt immer eine Sache.
Was habe ich getan? Nein, 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 nein. Rick und Laura, sie sind tot. Das ist alles meine Schuld. Wir hatten nur unseren Spaß. Es war ein Unfall. Ich wollte niemandem wehtun. Ich kann mich nicht mal dran erinnern, es getan zu haben. Die alte B-Rat. Hey, 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 beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Ah, oh, Brad. Gut, okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß, wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? So, B-Rat. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Der gute Schottische. Okay, wir sind hier nicht mehr im Hinweisbereich. Wer ist gefahren? Wo ist denn hier noch was? Hier. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Eine Quittung aus der Unfallnacht ist weit hergeholt, aber ich sollte mir die Gegend ansehen. Okay, die Tankstelle. Auch so, dass hier noch diese ganzen alten Strukturen sind, finde ich auch irgendwie extrem cool. So, hier drüben ist die Tanke. Informations an der Tankstelle. Du verträgst ja nicht gerade viel. Okay, das war schon ganz schön verstörend, was wir da gehört haben. Brad? Genau, das. Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Toll. Der weiß nix. Sorry, 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 hat an der Tür geklingelt. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Okay, wir haben drei Hinweise. Hier drüben verlieren wir den Bereich. Weiß denn hier irgendjemand was? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her, ne? Alles klar, der Bereich ist wirklich nur hier diese Tankstelle. Aber wo soll denn hier noch was sein? Hier verlieren wir es auch schon wieder. Die Mülleimer oder so kann man auch nicht checken. Ah, doch, hier drüben. Ein verbeulter Mülleimer. Das hat nichts hiermit zu tun.
Okay, ein verbeulter Mülleimer. Irgendwas auf dem Boden vielleicht noch. Super schwer, ne? Sie hier? Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Wer dann? Vielleicht jeder andere. Er hat hier hingekotzt. Der Wagen Mucho Burrito. Na gut, schauen wir mal rein. Gibt es einen Zeugen, der den Fahrer gesehen hat? Das hier ist gesperrt. Drei brauchen wir. Rick übergibt sich, Laura tankt, Brad führt ein Telefonat. Hier ist der Mülleimer beschädigt. Hier komme ich schon wieder raus aus dem Gebiet. Die Tanksäulen geben mir nichts. Ein Taxifahrer oder sowas. Da drüben ist ein Taxi, aber das kann doch nicht so schwer sein, dieses Rätsel. Also wenn es einen Zeuge gibt, dann eventuell halt ein Taxifahrer. Denn er hat ja immerhin Taxifahrer gerufen. Der Typ hier. Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Hier ist halt ein Taxi. Und es ist noch im Bereich des Möglichen. Aber ich sehe halt überhaupt gar keinen Hinweis. Verdammt, Alter. Gut, versuchen wir es. Scheint, als versuche Brad ein Taxi zu rufen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es kam. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. Rick war vielleicht sturzbetrunken, aber irgendetwas hat ihn trotzdem erschreckt. Ist das... Ah, das ist der letzte Hinweis. Bruchstücke des Rücklichtes. Okay. Also, es gab einen Crash und alle haben sich dann in die Richtung irgendwie hinbewegt. Waren erschrocken. Ist das dann das Erste? Nee, natürlich nicht. Brad der Erste? Also wären es dann nur die hier? Okay. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Gehen wir mal wieder zurück zum alten Brady Boy. Der lungert hier drüben rum. Aber mit ihm können wir nicht reden. Okay, alle wurden durch einen Knall aufgeschreckt. Der hier drüben stattgefunden hat. Aber wer könnte jetzt mir helfen? Mit wem soll ich jetzt reden? Ach, der nächste Schritt wäre dann auch im Polizeirevier. Okay, Brad. Ich kann dich leider noch nicht abschließen. Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Die Tür ist offen, nice. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder Alleinwaldstütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training.
Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Elf Hinweise. Oh Gott. Opfer. Geht denn keiner ans Telefon? Recherche. Orte der Morde. Update zu neuen Entwicklungen. Stuart. Wo ist die verdammte Glockenmordakte? Habe ich sie in meinem Büro vergessen? Wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Wir Cops halten zusammen. Okay, hier ist eine Akte. Obduktionsbericht. Todesursache Erdrosseln. Trauma an Nacken und Kehlkopf durch Erdrosseln. Schwere Abschürfung an Handgelenken und Knöcheln. Wahrscheinlich das Resultat von Fesseln aus Hanfseil. Konsistent mit allen anderen Glockenmördern. Morden. Mördern. Morden. Ja, es gibt mehrere. So, wir haben 5. Symbol des Mörders. Signatur am Tatort. Nein, Sir. Das wüsste ich selbst liebend gern. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Geiler Befehl. Löst den Fall sofort. Das ist ein Befehl. Punkt. Laber hier nicht lange rum. Mach deinen Job, Alter. Gegenüberstellung der Verdächtigen. Größe 1,90, 95 Kilo, athletisch, kaukasisch, Augenfarbe blau, Erkennungsmerkmal immer mit Maske und Kapuze. Wen haben wir denn jetzt hier? Was würde ihn daran erinnern, was er tun soll? Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Eine Sache. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklung. Was ist passiert? Das hier. Ich muss Infos zu den vermissten Mietern finden. Infos zu den vermissten Mietern. Cassandra Foster, 42 Jahre alt, wohnt in der Regal Apartments, professionelles Medium und Profilerin, berät gelegentlich die Polizei Salems, zuletzt vor 2 Wochen von Nachbarn gesehen, kein Strafregister. Joy Foster, 15, Erziehungsberechtigte, ist ihre Mutter. Cassandra Foster, Aufenthaltsort des Vaters nicht bekannt, vor 2 Jahren aus dem Schulsystem ausgeschieden, von zu Hause ausgerissen, einiger Vergehen überführt, minderjährig, unerlaubtes Betreten, Diebstahl und Einbruch. Vermisstenmeldung für Joy Foster zurückgezogen, in Haft. Cassandra Foster.
What? Dann ist es wirklich... Ach so, in Haft. Das hier kann man auch noch auswählen. Ich dachte, der ganze Textblock wäre es. Sie befindet sich in Haft. Ermittlung abschließen. Eine Sache fehlt mir halt wieder. Was ist denn... Mehr kann ich hier nicht herausfinden. Ich sollte lieber die Zeugin finden. Ist sie aber Teil von dem Ganzen? Ist sie ein Hinweis? Weil eine Sache hat ja noch gefehlt. So, das nehme ich mal mit. Gibt es ja auch wieder irgendwelche Dinge zum Einsammeln. Für irgendeine kleine Gruselgeschichte. Gratis Getränke für alle. Für Gefühle ist kein Platz. So sieht's aus. Keine Emotionen. Oh, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Na gut, die Ermittlungen gehen weiter in der nächsten. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Wenn ihr mich ein wenig supporten wollt, dann lasst doch mal die Kaffeemaschine explodieren. Ansonsten bewerten... Ah, guck mal, hier ist doch was. Das standhafte Gespenst. Nice. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und... Tschüss!